Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu CSS. So, heute geht es tatsächlich nur um Links und um nichts anderes. Und dazu habe ich jetzt hier mal einen Link eingebaut, der führt einfach auf direkt dieselbe Seite wieder. Das heißt, wenn ich hier, upsala, da habe ich noch nicht aktualisiert gehabt, das kommt noch. Wenn ich hier draufklicke, komme ich direkt wieder auf dieselbe Seite. Genau. So, was wir jetzt hier machen können, ist, wir können den Link tatsächlich getrennt ansprechen, ob wir schon ihn besucht haben oder nicht. Und das ist wirklich sehr praktisch. A:Link betrifft wirklich nur den unbesuchten Link. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Farbe auf Rot setze, dann merkt man das nicht. Wenn ich hier jetzt aktualisiere, logischerweise war ich schon auf der Seite, denn sie führt ja direkt wieder zu mir. Und ja, wenn ich jetzt hier aber irgendwas anderes eingebe, wo ich noch nicht war, zum Beispiel Site 23, die gibt es ja hier in dem Ordner gar nicht, dann finden wir raus, oh, da waren wir noch nicht, weil der Link ist ja rot auf einmal markiert. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, den Link, ob wir drauf waren oder nicht, getrennt anzusprechen. Also mit A:Link kriegt ihr den Link, auf dem ihr noch nicht wart. So, mit A:Visited kriegt ihr den Link, auf dem ihr schon wart. Das heißt zum Beispiel auch dieser Link hier, denn da waren wir ja schon drauf. Da sagen wir dann zum Beispiel color:green. Okay, so, und plötzlich wird der Link grün, denn wir waren ja hier schon auf diesem Link drauf, denn wir haben ja gerade diese Seite aufgerufen. Das heißt, so könnt ihr das Ganze machen und ja, sehr sinnvoll und sehr nützlich ist das, wenn ihr irgendwie an einer Brotkrumm-Navigation an der linken Seite oder oben oder wie auch immer arbeitet und ihr aktive Links bzw. da, wo ihr gerade seid, andersfarbig haben wollt oder Seiten, wo ihr schon drauf wart, andere Farbe haben sollen, wie welche, wo noch nicht besucht sind. Sehr nützlich und ja, hilft dem User, sich so ein bisschen zurechtzufinden auf eurer Seite. Okay, sehr cool ist auch A:Hover. Das war das, was ihr vorhin schon gesehen habt. Das ist, wenn ich direkt über einen Link drüber fahre. Da mache ich einfach mal Font Size auf 25 Pixel. Das ist dann, glaube ich, eindeutig. Wenn ich jetzt hier auf diesen Link drauf fahre, ich klicke nicht drauf, sondern ich fahre nur drauf, dann wird er größer. Wenn ich wieder runterfahre, dann wird er wieder kleiner. Das heißt, ihr habt hier natürlich überall die vollen Möglichkeiten zur Verfügung, die wir bisher besprochen haben. Also komplettes Box-Layout und alles, was mit Text irgendwie zu tun hat, da habt ihr alles zur Verfügung. Ihr könnt damit alles machen, was sehr, sehr cool ist. Und ihr könnt da wirklich super dann eigene Designs entwickeln für eure Links. Ja, und als letztes haben wir noch ein A:Active. Mit A:Active kriegt ihr sozusagen den Link gerade in dem Moment, als er gedrückt wird. Also zum Beispiel Font Size 128 Pixel. Da werden wir jetzt gerade sehen, das ist nicht der Link, auf dem wir gerade sind. Das führt oftmals zu Missverständnissen. Also das ist nicht die aktive Seite, es ist auch nicht beim Drüberhovern, es ist nicht der unbesuchte Link, nicht der besuchte Link, sondern tatsächlich, wenn wir draufklicken, ihr habt es gesehen, hier wird er ganz kurz, wenn ich drauf bleibe, dann bleibt er auch so groß. Also wenn man draufklickt, das ist quasi active. Ja, und das ist auch schon alles, was man gerade so mit Links ohne Probleme machen kann. Was ich euch allerdings zeigen möchte, da hat mich auch jemand drum gebeten, sind Buttons als Links. Und das machen wir jetzt einfach mal mit dem A:Visited hier. Also einfach hier das raus. Ach so, es gibt noch eine Reihenfolge bei diesen Links. A:Hover, also das hier, muss auf jeden Fall, wenn ihr die zwei drin haben wollt oder eins davon, muss A:Hover hinten dran kommen. Das heißt hier unten und nicht etwa hier oben. Das ist falsch. Und das funktioniert auch, soweit ich weiß, gar nicht richtig. Wir können es einfach mal ausprobieren. Manche Browser haben auf jeden Fall damit ein Problem. Ich weiß nicht genau, wie es jetzt bei mir ist. Ah, nee, der hat kein Problem damit. Aber viele Browser, wahrscheinlich wieder der Internet Explorer, haben ein Problem damit. Das heißt, A:Hover immer unterhalb von A:Visited und A:Link und A:Active unterhalb von A:Hover. Okay? Alles klar, das ist auch schon alles, was ihr dazu dringend wissen müsst. Jetzt machen wir noch den Button. Ich hoffe, der gefällt euch dann einigermaßen mit A:Visited. So, wollen wir mal gucken hier. Okay, wir sagen hier, wir wollen eine Hintergrundfarbe, Background Color, zum Beispiel in Grau. Und wir wollen die Farbe der Schrift,
wollen wir auf grün setzen. Und dann geben wir noch so ein bisschen Abstand ein. Ups. Und zwar sagen wir, keine Ahnung, 5 Pixel. 5 Pixel, 5 Pixel und nochmal einmal 6 Pixel, damit es sich auch gelohnt hat. So, und jetzt sagen wir, Text Align wollen wir bei einem Button normalerweise immer in der Mitte haben. Also nicht irgendwie links oder rechts den Text hinsetzen, sondern ziemlich genau in die Mitte sollte man ja eigentlich. Bei Buttons sieht man das ja meistens so, dass er nicht irgendwie links angepfercht ist. Okay, Text Decoration, das erinnert ihr euch hoffentlich, ist unterstrichen oder nicht unterstrichen und so Zeugs. Und jetzt haben wir noch Display. Und Display ist auch noch eine relativ komplexe Sache, die möchte ich euch auch gerade noch zeigen. Wird dann allerdings ein recht langes Tutorial, glaube ich. Habe ich allerdings schon mal im HTML-Teil angeschnitten, deswegen nur hier ganz kurz. Display Block ist das, was ein Paragraph macht oder auch das, was ein Div macht. Wir haben sozusagen einen Block, der einfach alles am Platz einnimmt, was er kriegen kann. Während Display Inline das ist, was ein Span macht oder auch was ein Link macht oder was fettgedruckter Text ist. Das kann man einfach irgendwo reinsetzen. Und ja, was wir hier jetzt also wollen, ist ein Block beziehungsweise auch ein Inline-Block, geht genauso. Und ja, nehmen wir einfach mal den und schauen uns an, wie das Ganze aussieht. Wenn ich hier... Achso, halt mal. Ich habe hier vorne nämlich was vergessen. Und zwar wollen wir nicht nur den Visited-Link, sondern auch den normalen Link. Und den braucht man, wenn man den Visited-Link machen möchte. Also wir brauchen Link, wenn wir Visited wollen. Und ja, jetzt sollte es allerdings funktionieren. Genau, wunderbar. So sollte es aussehen. Genau, jetzt haben wir hier so einen kleinen Button. Sieht allerdings noch nicht wirklich schön aus. Ich mache das hier mal ein bisschen heller. Kann man auch mit 3 Fünfen abkürzen, wenn man das möchte. So wird es allerdings dunkler. Nicht heller, ich double. Mit B müsste das eigentlich einigermaßen passen. So. Und ja, jetzt können wir hier zum Beispiel auch noch eine Border drum legen, wenn wir das gerade wollen. Wir können hier einfach sagen, Border minus Style. Und dann sagen wir hier einfach Solid. So, und schon haben wir hier so ein Border-Dingens drumherum mit der grünen Farbe. Das ist jetzt ungefähr so ein kleiner hässlicher Hyperlink. Wahrscheinlich ist die Border einfach noch ein bisschen zu dick. Und so macht ihr sozusagen so einen kleinen Button. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich ein Button, aber er soll so aussehen wie ein Button. Und was machen wir, damit er aussieht wie ein Button? Naja, wenn wir drüber fahren, dann soll sich da gefälligst was ändern, so wie es zum Beispiel bei einem Button der Fall ist. Und das sieht dann so aus. Hover. Ups. Und hier drin sagen wir, dass die Hintergrundfarbe Background Color. Was hatten wir hier? Wir hatten hier BB. So soll dann nachher die Schrift aussehen. Color Doppelpunkt Hashtag 1, 2, 3. 3 Bs. Und die Hintergrundfarbe soll dann auf grün wechseln. Okay. So, wenn ich das jetzt hier benutze, dann sehen wir, dass es so, sich so ungefähr verhält wie ein Button. Wenn wir drüber fahren, wird die Schrift so wie vorher der Hintergrund war und umgekehrt. Und ja, so macht es irgendwie den Eindruck, als wäre es ein Button. Genau, und eigentlich ist es keiner, eigentlich tut es nur so, aber ihr wisst, glaube ich, jetzt, was damit gemeint ist. Alles klar, dann hoffe ich, es hat euch mal wieder gefallen und ihr wisst jetzt, wie ihr mit Links umgehen könnt. Bis zum nächsten Mal, ciao.